So, hallo, hallo, hallo. Ja, ich gehe mal ganz kurz live, um euch zu erzählen, dass unsere Ausbildungen zum Master of Divine Creation und Master of Divine Healing offen sind. Es eröffnet sich die Ausbildung zum Master of Divine Healing. Und zwar kannst du jetzt sofort einsteigen. Die Ausbildung zum Master of Divine Healing ist eine Mix-Ausbildung. Und zwar fängst du an im Selbststudium mit 6 Videos, dir das selbst beizubringen. Dieses Divine Healing. In diesen Videos wird dir ganz genau erklärt, um was es geht. Wie du es zu machen hast, du hast Übungen, du hast alles. Und danach bekommst du von uns noch Unterstützung, Coaching in der Gruppe, Übung. Und zwar finden die an ganz klaren Terminen statt. Und du hast Zeit für dein Selbststudium, das zu üben, bis zum 21.09. Da haben wir den ersten Live-Calls mit Übungen und Anwendungen. Da wirst du sofort selber erfahren, wie das wirkt, wie diese Energie wirkt, wie diese göttliche Energie wirkt, wie sie durch dich hindurch wirkt. Und kannst Fragen stellen und kannst eben auch an anderen Menschen üben, erstmal in einem geschlossenen Raum. Am 28.09. ist dann dieser zweite Call in genau der gleichen Art und Weise. Du wirst von mir und den Mentorinnen in diesen 2 Calls begleitet. Und dann am 30.09. hast du einen Zertifizierungscall. Dazu werden wir Freiwillige einladen, die du dort behandeln darfst. Und ja, das ist eine mega geile Reise. Wir haben schon, boah, weiß nicht, 4, 5 von diesen Ausbildungen gemacht. Es ist eine lebensverändernde Erfahrung, wenn du siehst, wie Heilung durch dich und durch dich hindurch, aber nicht, weil du es machst, sondern weil du es erlaubst, dass es gemacht wird. Ja, dazu bekommst du noch auch natürlich ein Zertifikat am Schluss. Dieses Zertifikat bekommst du, wenn du 3 Testimonials eingeschickt hast, entweder per Video oder schriftlich. Ich kann es dir empfehlen, auch wenn du nicht selber sagst, ich möchte es jetzt anwenden oder ich möchte eine Master of Divine Healing Anwender sein. Mach es für dich, mach es für deine Lieben. Es ist eine Energiearbeit, für die du komplett ausgestattet bist, wo du eigentlich nur ein Bewusstsein dafür entwickeln darfst und das als normalstes Sein für dich annehmen darfst und eben auch für andere Menschen. Wenn du zum Beispiel, egal was du schon machst, ob du therapeutisch oder als Coach unterwegs bist, das ist eine so wunderbare zusätzliche Möglichkeit, dich zu verbinden mit der göttlichen Wahrheit, der göttlichen Energie und die strömen zu lassen und diese Räume zu eröffnen. Weil es geht nur darum, es ist alles da. Wir Menschen sind einfach so vermenschlicht, dass wir lernen müssen, neu, wie es ist, wenn wir in unser energetisches Zuhause zurückgehen und dort unsere Kraft und unsere ganze Power finden. Und das macht das Leben so viel leichter. Und diese Ausbildung zum Master of Divine Healing ist ein erster Schritt, ein Eingangstor, um dich da zurecht und zu Hause zu fühlen, wo du eigentlich ja schon zu Hause sein solltest, das aber vergessen hast.
Genau. Und diese Ausbildung kannst du sofort anfangen. Die Videos kommen sofort, wenn du dich angemeldet hast. Und je schneller du dich anmeldest, desto mehr hast du Zeit schon im Voraus, dich damit auseinandersetzen, zu üben. Und deine Fragen werden dann alle beantwortet am 21. und am 28.09. Und ja, auch hier bist du nochmal von mir und von den wunderbaren Mentorinnen begleitet, die alle diese Ausbildung natürlich schon gemacht haben, diese Energiearbeit in ihren Coachings auch natürlich anwenden. Und wenn du, vor allem wenn du Ärztin bist oder irgendetwas so merkst, hey, ich komme da nicht weiter, da ist mehr, das geht nicht mit Pillen, das geht nicht mit Medikamenten, ich möchte gerne einen ganzheitlichen Einstieg finden, dann ist das so ein wunderbarer erster Schritt. Und diese Ausbildung ist auch die Voraussetzung, dass du dann weitermachen kannst in der Ausbildung zum Master of Divine Creation. Diese Ausbildung zum Master of Divine Creation startet am 1. Oktober und es sind 2 Termine pro Woche, in denen du Coaching bekommst von mir und von den Mentorinnen. Und auch hier hast du einen Austausch in einer Telegram-Gruppe mit den anderen und mit mir und mit den Mentorinnen. Und du lernst hier Blockaden bei dir und anderen aufzuspüren und dir und den anderen dabei zu helfen, diese Blockaden zu lösen. Du lernst, wie du Menschen aus unerwünschten Situationen holen kannst und sie zu ihren Wünschen und Träumen führen kannst. Du lernst, wie du Menschen in ihr göttliches Selbst, in ihr Divine Selbst erheben kannst und ihnen zeigen kannst, wie sie sich aus diesem Zustand heraus selbst heilen und selbst kreieren und selbst transformieren können und ihre Wünsche manifestieren können. Du lernst eine ganz spezielle Mindset-Arbeit, und zwar nenne ich dir gerne die Rückkehr zum Divine Mind, weil es ist wirklich alles schon da. Und in dieser speziellen Mindset-Arbeit lernst du, dich mit deinem göttlichen Selbst und deinem Divine Selbst sofort zu verbinden und eben daraus zu wirken. Das ist eine weitere Stufe, das ist der Next Step aus dem Divine Healing heraus. Du lernst eben genau einen Werkzeugkasten kennen und anwenden, indem du ganz klar deiner Intuition folgst und vertraust und weißt, dass du da geführt und geleitet bist, auch für dich, fürs Leben, für andere. Dadurch lernst du deine Medialität anzuerkennen, die eh schon da ist und der du leicht und vertrauensvoll dich hingeben kannst. Du lernst das universelle Wissen, die universellen göttlichen Quellen anzuzapfen, die göttliche Wahrheit anzuzapfen, dort in Beziehung zu gehen, wo deine Urbeziehung eigentlich gedacht ist. Und wenn du das lernst und immer mehr zu deinem Normal machst, fühlst du dich immer sicher und aufgehoben und geborgen. Und du lernst kontinuierlich über dich hinauszuwachsen. Du lernst immer wieder eine neue Next-Level-Version von dir zu kreieren und dann aus dir herauszuleben. Das ist ein ständiges Wachstum für dich und du lernst loszulassen. Altes darf gehen und wird mit Neuem ersetzt. Das ist das Wichtige, mit dem Neuen ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess. Und es geht immer weiter und es geht immer wieder. Und das ist eben diese göttliche Kreation. Das ist unser Schöpfertum. Das ist unsere Uridee, mit der wir hier gelandet sind. Und dann... Es geht um dich. In allererster Linie geht es um dich. Du machst die Ausbildung für dich. Natürlich bekommst du nachher ein Zertifikat als Master of Divine Healing und Master of Divine Creation. Und ich wünsche mir sehr, dass du das weiterträgst und anderen Menschen weitergibst. Aber zu deinem Moment, zu deinem Zeitpunkt. Aber das Erste solltest du sein. Du solltest die zentrale Figur in deinem Leben sein, weil du bist der Schöpfer deines ganzen Lebens, deines ganzen Umfelds. Und darum geht es darum, dass du auch nach der Ausbildung die Freiheit lebst, die dir immer schon gewünscht hast, ganz ohne Angst und ohne Sorgen, dass du absolut selbstbestimmt
bist und andere Menschen auch kannst in die Selbstbestimmung führen. Vor allem auch deine Kinder, deine Liebsten. Es ist so wichtig, dass wir selbstbestimmt leben lernen und uns das erlauben. Und wenn du in diese neue göttliche Realität geschlüpft bist, quasi zurück, back to the roots, wo du herkommst, dann kannst du eben auch Wunder bewirken für dich, deine Familie, deine Kunden, deine Patienten. Ja, das war mal ganz kurz das. Also es ist wirklich für mich ein Anliegen, die richtigen Menschen anzuziehen, die Menschen, die jetzt bereit sind und die genau erkennen, dass es nur funktioniert, wenn du dich an allererste Stelle setzt. Wenn du wirklich zuerst für dich losmarschierst, dann verändert sich die Welt. Und wir haben dir gute Möglichkeiten gegeben, hier für dich weiterzugehen und für andere auch weiterzugehen. Weil oftmals liegen uns die anderen immer noch fast mehr am Herzen wie wir uns selber. Aber der Schlüssel ist, es geht nur durch selbst. Um selbst, um das Selbst nicht zu verändern, sondern das wahre Selbst wieder anzunehmen und zu verlangen und seinen Platz einzunehmen und aus diesem göttlichen Sein hier zu wirken. Ja, das war's in aller Kürze. Wenn du Fragen hast, du kannst mir schreiben, du kannst einer der Mentorinnen schreiben. Du kannst ein Kennenlerngespräch buchen, alle Informationen dort mündlich holen. Das kannst du bei mir machen, das kannst du bei den Mentorinnen machen. Da gibt es auch einen Link dazu auf der Homepage mywellfeeling.com, findest du alle Infos. Ja, es geht um dich und wir sind da, um dir ein Stückchen des Weges zu erleichtern und dir diese Perspektive zu eröffnen, die vielleicht auch noch am Anfang ein bisschen fremd ist, aber sie ist wirklich für jeden. Also, schönen Tag wünsche ich dir noch. Ciao!